Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Sharp News mit mir, dem Mann gleich. So, wir gucken jetzt mal hier wieder rein. Was haben wir hier? Die Lila. Da ist die Lila. In Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Lila. So, dann geht's hier rein in den Shop. Gucken wir mal, was da so Masse ist. Die Mythic Peggy. Jawohl. In einem Mythic Peggy Pack mit Cupido, Bobby, Philip J. Fry, Buch der Zaubersprüche und das Hexenkostüm. Und das ist relativ nice, sage ich mal. Aber da die Peggy farmable ist, würde ich jetzt nicht unbedingt auf diese Box gehen. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Aber für diejenigen, die die Videos bis jetzt noch nicht gesehen haben, sage ich es nochmal. So, ja, und dann sind wir hier. Oh, die neue Box ist draußen. Die neue Box. Guck mal rein. Eine Postal Borax Box. Oh mein Gott. Mit Postal Lois. The Borax Kit. Müssen wir mal uns anschauen hier. Kenne ich nämlich auch noch nicht. Postal Lois, wenn man die nur einmal bekommt in der, aus der Box. 47, 7 Bodyguard, 7-fach Robust, 9-fach Blutsauger. Okay. Dann haben wir Borax Kit. Was gibt's denn da für Kombos? Mission Control Chris. Honey Mustache Stewie, American Gigolo, Evil Stepsister, Postal Lois, okay. Brian in Disguise. Die sieht ja witzig aus. Nurse Tina. Oh mein Gott. Ah, ist das geil. Nun, Francine. Boy Witch Steve. Ha! Die sieht ja auch witzig aus. Ka was? Kowai? Ist das Kowai? Steht da Kowai Klaus oder Kawai Klaus? Oh, meine Augen. Ah. Auf jeden Fall. Was ist das denn? Sieht denn das aus, ey? Okay. Heavy Metal Haley. Cat Stan. Goth Bullock. Holy! Oha! Sieht der cool aus. Goth Bullock. Oh mein Gott. Ist das eine coole Kombo. Ruby Zeldastin. Sex Pun Tikum. Sexy Lifeguard. Teddy. Okay. Half Dog Way. Dr. Poppenstein. Alter. Wow. Die ist stark. Dr. Poppenstein. Alter, das ist geil. Das ist richtig geil. Oh mein Gott. Ich muss mal in den Bobby rein. Ja, in den Bob reinschauen. Holy! Mit was man das alles machen kann. Dr. Bobbenstein? Ey, das ist aber richtig krass, ne? Oh mein Gott! Hier, dann muss ich gleich mal gucken. Was haben wir denn da noch? Den Hottest Bill? Ups. Ghost Boomhauer? Hotties Luan. Ihr habt jetzt nicht wirklich eine Legendary Luan oder Luan Plotter. Oh nein. Nein. Oh nein. Keine Legendary Luan. Oh mein Gott. Oh. Professor Farnsworth. Heil der Wissenschaft. Alter Vater. Summer Guy.
Wenn Dr. Seudberg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mail. Mail Lila? Sieht das denn aus, ey? Oh mein Gott. Hübsch, Hexe ist Nons. Fry in Robot Disguise. Fry im Roboterkostüm. Und ein Legendary Hermes. Nein. Ein Legendary Hermes? What? Okay. Hermes Konrad. Female Hermes. Okay, jetzt wird's langsam interessant. Jetzt sind ja fast alle schon. Da ist er, Luann Plotter. Da. Oh mein Gott. Luann Plotter? Gucken wir mal da rein. Hattis Luann. Luann Plotter. Gibt's denn mit der sonst noch alles? Also die Kostüm-Kombo ist schon immer nicht so schlecht, ne? Tabo, Luann, ja, das kennt man noch von vorher. Was haben wir denn da noch alles? Luanns 21. Geburtstag. Teufelin Luann. Ah, die heißt Luann. Okay. Die Puppenspielerin Luann. Ja, ist wie zu erwarten. Jetzt nicht die Oberburner-Leggy. Okay. Ja, also auf jeden Fall sehr interessant, das Ganze hier. Wow. Ja, das war jetzt die... Kann ich eigentlich auch in die... Wenn ich hier noch reinklicke, ne? Die Kombos. Und scroll jetzt mal da runter zu diesem Legendary... Ich muss mal was, bevor ich das mache. Nee, das geht nicht. Das geht nicht, ne? Schade. Okay, also. Der Hermes, der würde mich nämlich schon mal reizen, was es so alles für Kombos mit dem gibt. Aber gut. Ja, bei den Combo-Recipes wird man das noch nicht sehen. Da werden die Bilder wahrscheinlich noch nicht drin sein. So, dann gehen wir jetzt mal in die Daily Combo Masteries rein. Alter, da gibt es wieder so viele neue Sachen. Oh mein Gott. So, gehen wir in die Daily Combo. Oh, wow, 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 wow. Ja, also da haben wir einmal, ja, der ist jetzt nicht so der Bringer, der Santa oder Santa Bender. Das ist der hier. Bender mit, ja, ich ziehe mich mal ein bisschen hier rüber. Irgendwie bin ich im Weg. So, mal kurz Platz gemacht. Platz, 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 Platz. Jetzt habe ich die Kamera durcheinander geschafft. Jetzt gucke ich die ganze Zeit. So, resette mal. Jawohl, da bin ich wieder. So, jetzt sieht man das Ganze auch ein bisschen besser. Ah, irgendwie erkennt er meine Lippen nicht mehr. So. Also. Gut. Center Bender. Ist ein Bender mit Spielzeugkarten. Einzige Leggy, die es da gibt, ist der Wireless Audio Transmitter. Ja, brauchen wir nicht länger drüber reden. Dafür sind die 500 Gems vergeudet. Lohnt sich nicht. So, dann machen wir bei... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das tut echt so weh. 500 Gems für die Wingnut Lila. Gucken wir uns mal die Wingnut Lila an, für diejenigen, die sie noch nicht kennen sollten. Gut, das hier ist eine Epic-Version, ist natürlich nicht so der Bringer. Mit Painkillers, Lady Wrestling, auch da nicht. Aber jetzt wird es schon interessant mit Push-Ups, die Mythic-Version. Und wie ihr schon sehen könnt, da hinten 16er Mauer und ist jetzt nur, wenn Push-Ups
Einfach nur gefused ist. 16-fach Mauer, 16-fach Punch, 15-fach Craze, 24-57. Oder da unten mit dem Death Ball. 15-30, 18-18-17. Wow, das Ding ist richtig, richtig stark. Die liebe ich, die Combo. 500 Gems. Na gut, also, ja, werde ich mir nicht holen. Aber jedem anderen würde ich es empfehlen, die zu holen. Also wer genügend Gems dafür hat, also die Free-to-Play-Spieler, ja, kauft euch lieber dann doch die Boxen, aber für Pay-to-Win-Spieler, das lohnt sich auf jeden Fall. Oberhammer. So, dann sind wir hier bei der nächsten Martial Arts Block. Und Martial Arts Block sieht folgendermaßen aus. Ist jetzt nicht gut, 25-fach Gas, 17-mal Cripple, 27-fach Gas. Ja, mit der Mythic Bullock Version. No Mercy Dojo. Ist schon geil, muss ich sagen. Wow. Ist schon eine nice Combo. Ja. Also, wer den Mythic Bullock hat, überlegt's euch. Ist nicht schlecht. Also eigentlich sogar ziemlich cool. So, das wäre hier Martial Arts Bullock. Dann kommen wir zu einer Combo mit dem Fry. Fry hat normalerweise richtig coole Kombos. Derby Housewife zählt nicht wirklich dazu. Derby Housewife wäre das hier. Jetzt kommen wir mal runter. Da haben wir mal eine Leggy-Kombo. Ja. Ist jetzt nicht wirklich der Oberbringer. Also dafür 1000 auszugeben lohnt sich nicht. So, jetzt kommen wir zu einer allerdings richtig geilen Combo. Und das ist die Heavy Metal Haley. Und die ist mega stark. Ist wirklich mega stark. So, gucken wir mal hier in der Mythic Version halt, ne? 17-fach motivieren. 14er Mauer. Boah. 23, 75. 12. Wow, 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 wow. Die ist stark. Muss man wirklich sagen, die ist stark. Ja. Also wer eine Mythic Haley im Deck hat, ich habe sie nicht. Cuddly wird sich freuen. Ich weiß, Cuddly hat es schon im Vorfeld gesagt, er freut sich auf diese Combo Heavy Metal Haley. Ja, der wird sich das Ding holen und kann ich auch nachvollziehen. Wie der resettet. Kann ich auch nachvollziehen. Die Combo ist geil. Ja, also, wenn es euch geholfen hat, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.